Symbole, die jeder kennt, erleichtern das Verständnis und die Kommunikation. Verkehrszeichen gehören zu diesen allgemein verständlichen Symbolen. Mit Verkehrsschildern in einer Präsentation können Sie beispielsweise die Richtung angeben, den Weg weisen oder Umwege aufzeigen. Eine SWOT-Analyse ist eine eher nüchterne Angelegenheit. Mit 4 Verkehrsschildern machen Sie diese zum Hingucker, der A. verstanden wird und B. im Gedächtnis bleibt. Warum gerade Verkehrsschilder? Ganz einfach. Sie bringen Aussagen ohne Worte auf den Punkt, sie sind vielseitig verwendbar und lassen sich zudem schnell und leicht zeichnen. Was ist eine SWOT-Analyse und wie wird sie aufgebaut? In einer SWOT-Analyse werden die internen Stärken und Schwächen den externen Chancen und Risiken gegenübergestellt. Sie ist hilfreich, um den aktuellen Status zu verdeutlichen und geeignete Strategien zu entwickeln. Meist wird eine SWOT-Analyse als 4-Felder-Matrix gezeigt. Das macht die Struktur der Analyse auf einen Blick erkennbar. Die Texte müssen zuvor prägnant formuliert werden. Mehr Wirkung wird erreicht, wenn auf der Matrix passende Verkehrszeichen erscheinen. Für die 4 Begriffe wären beispielsweise folgende Schilder einsetzbar. Gerade für Zuschauer, die das Werkzeug SWOT bisher noch gar nicht kannten, sind diese Schilder für das Verständnis sicher hilfreich. Wo kommen die Verkehrszeichen her? Ganz einfach, sie werden in PowerPoint gezeichnet. Die meisten Verkehrszeichen lassen sich mit geringem Aufwand und ohne dass ein großes Zeichentalent erforderlich wäre, aus den Standardformen in PowerPoint erstellen. Bei den PowerPoint-Anwendertagen zeige ich das gleich im ersten Kurs. Die Teilnehmer lernen, wie aus Formen Verkehrszeichen aller Art entstehen, vorhandene Verkehrszeichen schnell in andere verwandelt werden und mit Hilfe der Werkzeuge für Formenkombinationen auch komplexe Verkehrszeichen zusammengesetzt werden können. Hier die veränderte Matrix für die SWOT-Analyse. Zunächst werden die Verkehrszeichen ergänzt und damit sie während des Vortrags nach und nach erscheinen, bekommen die Schilder passende Animationen. Das geht wie folgt. Markieren Sie alle Verkehrszeichen und wählen Sie über Animation hinzufügen eine Eingangsanimation, beispielsweise verblassen. Es geht auch ohne Animation. Erstellen Sie Foliendublikate und lenken Sie dann wie folgt den Fokus auf die einzelnen Felder der SWOT-Analyse. Duplizieren Sie dazu die fertige Folie. Sorgen Sie mit unterschiedlichen Farben dafür, dass das Augenmerk der Zuschauer auf das jeweils aktuelle Feld gelenkt wird. Lassen Sie die 4 Folien nacheinander mit einem passenden Übergang erscheinen, beispielsweise mit Verblassen.